Hi, wir sind Gamer12, hier in Craft Hell. Ich bin Crafter.pe. Und wir wurden eingeklagt. Jo. Also, Geheimer Keller, Verschwörung, Flora-Hexerei. Ja, nein. Unten war nichts. Und solange niemand Crafter.pe's Vergangenheit aus Dark War kennt, ist schon alles gut. Aber ja. Ich bin... wenn man das so sagen will. Oh, hallo. Hallo. Ja, wenn man was sagen will? Na, die Kinder, also das hier kann man aber nicht geheimer Keller nennen, war. Das war schon so. Ja. Ich wollte mal ein bisschen Strip-Mine betätigen, weißt du? Da kommt dann gleich sowas. Ich werde mich auch noch mal kurz in der Stadt umgucken. Will ich immer mal so gucken, was hier so warte auf gemacht mich wurde. Ja, ich gehe zur Fischerhütte. Hast du da beim letzten Mal Fisch bestellt? Bestellt? Also ja, du kannst doch da mal Fisch kaufen. Ja, da habe ich mir letztens Fisch geholt. Also kann man ja. Naja, dann musst du den wieder anklicken und dann hast du wieder Fisch bestellt. Wo der Typ bin? Weiß ich nicht, der läuft manchmal dagegen rum. Ne, der ist grad weg. Läuft bei dem. Wir könnten uns auch eigentlich mal Diaschwerter und Diapostplatte machen, wenn du willst. Wie viel Dias haben wir denn nochmal? 28. Das reicht aber nicht für... Obwohl, egal. Der Fischer ist weg. Yes. Na, egal. Gucken wir mal noch so ein bisschen was. Oh, Alter. Da ist er doch. Wo kommt der her? Aus der Tür? Na, cool. Ja, aber manchmal kann ich hier schon, Controls? Der Weg wurde hier, glaube ich, ein bisschen verbessert. Da unten hinten. Die, der Tunnel da. Kommst du? Warte, ich geh erstmal ein bisschen ohne mich weiter, ich muss noch Skype schließen. Okay. So, jetzt hier halt dieser Weg. Hier sind irgendwelche Schilder. Die hyrolische Blume. Kannst du gerne verschönern, Monkey Producement. So, mal gucken, was am anderen Ende ist. Nochmal ein Fischer und hier hinten müsste Gruppe Tim und Stanleys Haus sein. Warte, wo bist du jetzt? Die Anfänger davon. Sandgrube, The PGG im Bau. Bau mit langsam verboten. Bleib nervt gerade voll. Kenn ich. Anfänger von einem Haus. Alles cool. Geil. Ja. Naja, also ich sehe es ja dann nicht auf. Letzte Wochenende war ja dieses Event. Wo man etwas opfern konnte, hat man ein paar andere Sachen bekommen. Muss man so einen Tempel bauen und der Tempel ist glaube ich hier hinten. Ich gehe da mal reingucken. Haben wir da doch, wir müssen ja diesmal, wenn wir das gewonnen haben, oder was weiß ich, müssten wir ja Mösetzlinge bekommen haben. Soweit ich weiß. Ich bin ja gerade ein Tempel drin, viel Gold, Sandstein, Lapis. Und hier wurde was protected. Kann ja, man ist dann okay, halt so. Ja, hier kann man Sachen in den Trichter werfen. Okay, Tempel mit Wassereingang. Ich komme erstmal wieder zurück. Oder warum nochmal oben gucken? Jo. Ich kann erst essen. Ey, wo bist du gerade? Bin hier bei... Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht eher aus wie so... Wo du was zum Trinken kaufen kannst, was weiß ich. Von Hyrule. Der macht ja eigentlich relativ also, viel und baut auch gut. Die Kneipe da von dem? Ja. Okay. Und da gehe ich auch kreimt hoch, den Weg. Ja, ich weiß wo. Warte, ich komme. Aber kreimt Edgar. Holzfäller. Okay. Hat sich bei ihm noch was getan, Vater? Er hat mir Cramp Dog auch gegeben, läuft bei denen. Haben wir auch irgendwie ein bisschen gebraucht, also. Würden öfters mal hin. Okay, beim Holzfäller bin ich gerade. Beziehungsweise vor dem Weg davor. Ich bin gerade beim Holzfäller drin. Ich bin hier kurz am Spawn, beziehungsweise am Marktplatz. Das hat ja auch nichts weiter getan. Und das. Möge die Atmung. Achso, das ist.
habe ich schon gesehen. Und es ist hier nicht viel weiter. Und dann ist unsere tolle kleine Insel. Ich springe jetzt hier den Berg runter. Warte. Wo bist du? Wo bist du? Komm mal zum Marktplatz. Also den Spawner. Müsste ich jetzt eigentlich gleich sein? Ja, da bin ich gerade. Dann siehst du meinen Namen. Guck mal die Klippe runter. Siehst du meinen Namen? Hm. Obwohl, jetzt sehe ich nicht mehr. Doch, da. Ach, da bist du. Kann man springen? Ehrlich? Okay. 3, 2, 1. Nein. Ich überlebe das nicht. Oh doch. Yes, das ist so eine richtig knappe Geschichte. Zentenmarkt, Weltruhm. Aber und ich finde, wir haben aus dem Berg haben wir schon richtig was gemacht. Ich muss da oben noch gucken, hier, ich weiß nicht direkt, wie ich das mit dem Glas mache. Also ich will nicht direkt die Dekobox machen, aber. Ja, ich würde auch sagen, wir lassen das Dings nicht rausgucken, das den Cobblestone. Da würde ich immer so ein bisschen den Clay hinmachen. Ja, ich würde so immer random machen. Was? Also das so ein bisschen zufällig machen, ob da jetzt Cleanstone, Cobble oder der Clay ist. Aber wir müssen jetzt gerne erstmal gucken, wie... da oben will ich jetzt was rausgucken lassen, aber hier vorne, wo da war überall Clay und dann kam da einfach mal Cobble durch. Das habe ich jetzt zugemacht, meinte ich. Also, wir müssen erstmal gucken hier wegen dieser zweiten Etage. Das hier müsste ich jetzt glaube sowieso um 1 erhöhen, fällt mir gerade auf. Und dann müssen wir gucken wegen dieser Treppe. Mir gefällt eigentlich so die Treppe, wie die da so ist. Naja, die ist ein bisschen eng, wa? Ist egal. Ich mag auch sowas Enges. Naja. Ich lasse es aber so, dass X war. Was wollen wir in der zweiten Etage machen? Wollen wir da irgendwie so ein bisschen Couch und so hinbauen? Nee, Couch. Wir haben ja so einen Schreibtisch. Ja, meine ich ja. Und die untere Truhe, wo dann halt, packe ich halt dann so Essen rein, wa? Ja. Kistenlager brauchen wir auch noch, das würde ich dann, wo willst du das hinbauen, unterirdisch? Oder? Müssen wir gucken. Ich mache erstmal hier alles. Ah, du wolltest das doch irgendwie... Wieso machen wir denn eine Treppe? Wieso machen wir die Treppe denn nicht auch außerhalb? So hatte ich doch das geplant. Achso. Ja, wir machen erstmal hier die Etage, dann müssen wir gucken, wo wir die Treppe und so alles machen. Ich wüsste, wo wir die Treppe hin machen. Hast du noch eine Axt? Nee. Soll ich dir Eisen geben? Nee, warte, hier, guck mal. Wir machen die Treppe hier so rum. Hier. Guck mal hier. Was? Hier so lang. Weil hier wollen wir ja nichts mehr machen, weißt du? Dann machen wir die hier so lang. Weil ich wollte doch den Berg so alles so ein bisschen mit so. Warte, ich kann den Boden nochmal abbauen, weil ich müssen. Was ist denn das für ein Holz? Spruce. Spruce habe ich nicht. Draußen haben wir auch Spruce-Bäume, war? Ja, ich habe letztens noch ein paar angepflanzt. Okay. Kannst du schon mal hier diesen Boden aussehen? Also das ist quasi auch unten die Decke. Dann haben wir unten noch schon mal eine bessere Decke. Lass den einen Block, dann springe ich zurück, wa? So. So. Für 15 Minuten läuft, dann ist die Folge auch nur 15 Minuten lang. Ab jetzt. Willst du dann schon vorzeitig beenden? Ich zeig dir noch, wie ich das meinte? Oder? Wir warten jetzt einfach mal die 15 Minuten ab. Wo ist mein Axt hin? Ach so, die hatte ich hier. Warte mal. Hast du noch Fackeln übrig? Warte. Ja. Okay. Hier oben war es ein bisschen dunkel. No problem. Du müssen hier noch die Wände ein bisschen verkleiden. Warte mal, was hatten wir? Die Ecken. Ja. Ja, das hat mir auch Spruce-Wood. Mach ich das nämlich hier so hin. Muss ich hier noch gucken, wie ich das mit diesen
offenen Fenster mache. So. Ach, es gab jetzt auch noch neue Kits auf Dustin C. Das ist sehr wichtig für die Folge. Ja, natürlich. Alter, war. Ich kann mich jetzt kein bisschen so erinnern, dass wir auf unserem Kanal mal so größtenteils so irgendwie ein bisschen Aero gebracht haben. Ja, den Haufen verlieren wir nur. Das ist schon lange nicht mehr, Digga. Wie viel Eisen haben wir? Weiß ich nicht. Habe ich, warte. 1 Stack, 40 und 20. Okay, weil machen wir hier nämlich die ganze Zeit Steine wegsäuge. Oh. Was macht Luca da draußen? Bisschen Dings farm. Das Zeug hier. Ja. Mach ich. Slaps hin. Okay. Glasscheiben haben wir ja noch. So. Muss ich gleich noch die Decke ausheben, aber ich mach jetzt mal die restlichen Wände und Fenster. Noch 16 Minuten. Kann man es eigentlich irgendwie per Comment noch mal rausfinden? Ich weiß, das weiß ich nicht. Hm. Die Fackel auch richtig schlau gesetzt. Ich gehe jetzt noch mal hier gucken, wie das mit dem Fenster macht. Fenster hin. Was? Ich hab dich die Pummelchen dazu, den Zombie mit dem Schwert zu schlagen? Ist klar. An der Kremzung. Ah ja. Bin's ohne Witz? Okay. Also dann haben wir hier oben so einen Schreibtisch hin. Was noch? Weiß ich nicht. Aber hier drüben machen wir dann irgendwie die Treppe, dass die hier reinführt. Hier. Oder? Hm. Oder hier drüben. Ja, müssen wir gucken, wie sich das mit der Treppe auch ergibt. Wie die lang geht. Na, hier drüben würde ich zum Beispiel sagen, ist so der Eingang. Weißt du? Hm. Hör die so ein bisschen rum hier. Zack, zack, zack. Hey, machen wir hier noch ein paar Schränke hin oder so. Aber hat hier irgendjemand Zuckerrohr? Das weiß ich überhaupt nicht. Dann können wir ein paar Bücherregale machen. Also jetzt nicht unbedingt zum Verzaubern, aber so als Dekoration. Hm. Was gab's eigentlich nochmal für Mutz? Fragst du kreimt richtig den Falschen. Ich glaube, man konnte mit so einem Carpentry Bench noch irgendwas craften. Ich weiß aber gerade nicht genau was. Müsste ich nochmal gucken. So. Nur noch Decke. Was mache ich denn? Von außen sieht man gar nicht, dass da ein Raum ist. Okay. Mache ich die Decke, die aus Dark Oak. Haben wir gerade mehr von. Guck mal, von innen sieht es halt so aus, wie so normal. Und von außen sieht es gar nicht, außer hier. Sieht halt ein bisschen künstlich aus, aber... Na, komm mal hier. Warte, ich baue das noch kurz ab.
erstmal da. Das ist ungefähr jetzt der Raum. Hm. So. Ich hab mich gerade irgendwie so ein bisschen wie Bergmann gefühlt. Wieso? Der ist doch auch mal irgendwann über die Blätter gehüpft oder so. So, ja, wenn du oben aus dem Haus rauskam. Ja. Oh, cool. Hi! Oh, yo! Wer kam noch drauf? Sefko. So. Also, ich finde das gerade so ein bisschen schön bei Nacht. Ich bin immer noch nicht richtig der Fan davon. Okay, ich finde, der Raum sticht noch ein bisschen zu sehr irgendwie daraus. Genau, und deswegen habe ich das auch hinten so zugemacht, weißt du? Cleanstone vielleicht? Naja, aber dann ich sehe die Fassade. Sollten vielleicht einfach den Rest des Berges vielleicht mehr so nach Kabel und Whitestain Clay aussehen lassen, damit das insgesamt bei dem eigentlichen Haus weniger auffällt. Okay. Ich versuche das ja gerade so ein bisschen. Ich muss gleich mal gucken, wie das aussieht. Hinten. Okay, sieht schon ein bisschen besser aus. Okay. Was wir jetzt noch machen, sollten wir einen Schornstein. Können wir machen. Such mal da oben irgendwas machen. Wie kann ich denn umstellen, dass ich mir die Rezepte angucken kann? Unten auf Options, Inventory und dann Recipe Mode. Options, Inventory. Danke. Guck mal, wo rein wird. Ja. Ich gucke jetzt mal, wie es von vorne aussieht. Ja, es geht so. Okay. Sieht noch ein bisschen komisch aus, aber das kriegen wir noch hin. Hier unten unter. Jetzt. Was? Ach, ist egal. Mach schon mal Schild ab und Chess. Okay, noch 5 Minuten. Ich schmeiß mal kurz irgendwie das Schild hier hin. Dann steht Haus von Crafter P und Crafter L. Einfach nicht der hier. Berghaus von Crafter. Von Herr Bergmann. So. Jetzt sind wir wieder allein. So. Die Treppe werden wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr rechtzeitig schaffen. Machen wir wenigstens da oben noch ganz und gucken mal, wo wir die Treppe lang schwimmen können. Und ich muss noch mal was reinmachen. Hast du nicht gesehen, was ich hier gerade hingesetzt habe? Nein. Was? Nein, ist egal.
Okay. Habe ich bei dir irgendwo angeschrieben? Nee, sieht dumm aus. So. Ich kann euch sagen, Ben, erstmal hier die Folge. Okay. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert, das kostet euch nichts. Und bis dann, der Craft-OP. Ciao.